Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Es geht mal wieder um Batteriegriffe für Kameras, für die es eigentlich keine Batteriegriffe gibt. Den hier kennt ihr bereits aus verschiedenen anderen Videos. Ich habe ein Kurzreview und Langzeitreview darüber gemacht. Das ist die erste Version des M50 Batteriegriffs. Gibt es mittlerweile eine neue Version und es gibt einen Batteriegriff für die EOS RP. Beides nach dem Intro. Kleiner Disclaimer vorab, dieses Video ist nicht gesponsert vom Hersteller der Batteriegriffe, aber beide Batteriegriffe wurden mir kostenlos zur Verfügung gestellt, um sie zu testen. Und der M50-Griff ist auch bereits mit dem 1500-Abo-Gewinnspiel verlost worden. Der geht heute in die Post zu seinem glücklichen Gewinner. Kleiner Gesundheitsdisclaimer, wenn ich ein bisschen fleckig im Gesicht aussehe oder meine Stimme ein bisschen komisch klingt, liegt es daran, dass ich seit 10 Tagen mit den Windpocken zu kämpfen habe. Und die immer noch nicht ganz abgeklungen sind. Ich bin aber auf dem Weg der Besserung. Alles gut, nicht so schlimm wie eine Männergrippe. Ja, fangen wir mal mit der EOS M50 an. Der neue Batteriegriff, den ich hier drauf habe, ist offensichtlich wesentlich eleganter, wesentlich schlanker. Er ist komplett neu designt. Ja, man sieht, wenn man den hier neben den anderen hält, vielleicht sehr deutlich, dass der runder ist, also das ja, ist er definitiv, also er ist viel gefälliger gestaltet, wenn man so will. Bei dem alten habe ich immer gesagt, damit gewinnst du keinen Designpreis, hier bist du zumindest auf einem guten Weg dahin. Auffälligstes Merkmal neben der gesamten neuen Form, die das Teil hat, ist, dass hier jetzt an der Seite der Griff fehlt, also das ganze Ding sieht jetzt eben aus wie ein klassischer Batteriegriff, deswegen wird er vom Hersteller auch als M50 Battery Grip Classic bezeichnet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ansonsten hat sich natürlich jetzt gar nicht so dramatisch viel getan. Die Funktionsweise ist nach wie vor die gleiche. Der wird nach wie vor mit zwei 18650 Akkus gepowert, was ihm eine extreme Verlängerung der Batterielaufzeit beschert. Aber dazu muss ich jetzt gar nicht viel sagen. Dazu gibt es ja bereits Videos, die verlinke ich unten. Funktionsweise, Batterielaufzeit und so weiter. Da hat sich nichts geändert. Es geht vor allen Dingen um die Form, um das neue Design, das eben sehr viel gefälliger ist. Und zusätzlich einen großen Vorteil mit sich bringt. Man sieht nämlich hier so eine kleine Schraube. Mit der kann man den Batteriegriff jetzt direkt an der Kamera montieren. Man braucht also nicht wie beim alten Batteriegriff, man braucht keinen Schraubenzieher mehr. Beim alten Batteriegriff gab es das noch nicht, da musste man hier unten in dieses Loch mit dem Schraubenzieher rein. Und das war ja jetzt auch keine Riesengeschichte, aber ohne Schraubenzieher, also sozusagen werkzeuglose Montage, ist natürlich wesentlich angenehmer und das ist jetzt bei dem möglich. Viel mehr gibt es zu dem Batteriegriff jetzt auch nicht zu sagen. Zwei Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind, die ich nicht ganz so ideal gelöst finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, dass der Griff, die Höhe, also hier dieser Abstand, der ist ein bisschen schmächtig geraten. Ich habe das Gefühl, dass da bei dem alten, bei der ersten Version, insgesamt mehr, du hast einfach mehr in der Hand. Das ist so mein persönliches Gefühl. Das könnte hier ein kleines bisschen mehr sein. Vor allen Dingen, weil der untere Teil, also die Basis hier, wie soll ich sagen, die ist vielleicht so einen halben Zentimeter dicker. Und das fühlt sich im ersten Moment ein bisschen komisch an. Ist aber letzten Endes eine Kleinigkeit. Er ist trotzdem noch, immer noch sehr, sehr griffig. Besonders das kann man, so kann man ihn wirklich extrem gut halten. Dass das was bringt, ist eine andere Sache. Nein, aber ansonsten, wie gesagt, eine gute, sehr gute zweite Version des Batteriegriffs. Sehr gute Leistungsfähigkeit, was die Akkulaufzeit angeht natürlich. Und die Ergonomie wird natürlich auch deutlich verbessert. Ganz besonders mit großen Objektiven. Das habe ich auch bei der ersten Version schon gesagt. Gerade mit großen Objektiven ist die M50 einfach häufig ja, unangenehm klein, wenn man so will. Und da schafft dieser Batteriegriff Abhilfe. So, das war's zum Thema M50 Batteriegriff, weil mehr gibt es dazu einfach meiner Meinung nach nicht zu sagen. Kommen wir mal zur nächsten Kamera, für die es auch offiziell keinen Batteriegriff gibt. Und das ist die EOS RP. Die kleinste Vollformat-Spiegelreflexkamera von Canon. Ja, gleiches Thema, wie gesagt. Der Hersteller bietet keinen Batteriegriff an, sondern nur eine Griffverlängerung. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Die ist zwar super, aber die verändert natürlich oder die verlängert mir natürlich die Batterielaufzeit nicht. Und das ist so ein bisschen, ich sag mal, ja, eine Gemeinsamkeit beider Kameras. Die haben relativ kleine Akkus und damit eine relativ überschaubare, nicht besonders dolle Batterielaufzeit. Die Batteriegriffe schaffen hier natürlich Abhilfe. Und zwar anständig. Auch hier gleiche
Lösung sozusagen mit den 18650 Akkus, die man überall für relativ kleines Geld zu kaufen bekommt. Und auch den finde ich von der Optik her sehr, sehr gelungen. Das ist im Prinzip ein ganz klassischer Batteriegriff, wenn man so will. So würde der wahrscheinlich auch ausschauen, mehr oder weniger, wenn Canon den herstellen würde. Auch der kann mittels dieser Schraube angeschraubt werden ans Gehäuse. Passt super, wackelt nichts. Einwandfreier Halt. Gute Verarbeitung finde ich auch natürlich genauso wie der andere Außen-3D-Drucker aus diesem Standard-Kunststoff, den man eben auch für Lego und Playmobil hernimmt. Robust. Also ich finde ihn gut. Auch hier ist das mit der Schraube ein kleines bisschen fummelig, aber also ich konnte es gut anbringen, war kein Problem. Man musste ja auch nicht zuknallen bis zum Anschlag, weil er sitzt wirklich, wirklich gut. Der hat hier unten zusätzlich noch eine Abdeckung, damit einfach dieser Kabelkram und das Batteriefach nicht offen liegt. Weil bei der RP musst du den Deckel vom Batteriefach komplett abmachen. Bei der M50 gibt es eine kleine Öffnung. Da musst du den Deckel nicht abmachen. Hier musst du den Deckel vom Batteriefach komplett abmachen. Deswegen ist es durchaus nicht schlecht, dass da unten nochmal eine Bodenplatte ist. Eine Besonderheit hier ist es, das ist bauartbedingt, das lässt Canon nicht anders zu. Die Batterieanzeige in der Kamera zeigt keine Batterie an. Da hat sich Canon so eine Art Sperre einfallen lassen und deswegen hat der hier an der Seite eine Batterieladeanzeige. Wenn du da aufs Knöpfchen drückst, dann zeigt er dir den Ladezustand an. Das ist nicht ganz so komfortabel, wie wenn du es in der Kamera sehen würdest, aber da kann der Hersteller nichts dafür. Das ist eine Einschränkung direkt von Canon. Bei der M50 ist das interessanterweise nicht so. Die M50 zeigt die Batterieladung einwandfrei an. Bei der RP wird die Ladung eben nicht angezeigt. Ja, ansonsten gleiche Funktionsweise wie der Griff von der M50. Die Griffigkeit ist hier extrem gut, finde ich. Hier passt auch das ganze Griffverhältnis sehr, sehr gut. Aber gut, die RP hat natürlich auch einen ganz anderen Griff als die M50. Da musste der Hersteller quasi nur den Griff verlängern nach unten hin und nicht zusätzlich wie hier erstmal einen Griff quasi schaffen. Deswegen ist das ganze Ding insgesamt nochmal eine Spur stimmiger, harmonischer, würde ich sagen. Gefällt mir extrem gut. Und wie gesagt, wenn du einfach wirklich große Objektive an diese auch relativ kleine Kamera schrauben willst, wenn du vor allen Dingen mehr Batterielaufzeit haben willst, dann ist das ein super Gerät. Ist nicht für jedermann, gar keine Frage. Wenn du dir eine M50 oder auch eine RP gekauft hast, weil du eine kleine Kamera willst, dann wirst du dir sowas nicht dran schrauben. Das ist völlig logisch. Dann wirst du dir einfach mehr Zusatzakkus einpacken und wirst die halt ständig wechseln. Aber wenn du mehr Griffigkeit in der Kamera haben willst, wenn du nicht ständig Akkus wechseln willst und mal eben problemlos den ganzen Tag ganz, ganz sicher durchhalten willst, dann sind die beiden Batteriegriffe eine super Lösung, die es im regulären Markt so nicht gibt. Zu den Kosten ganz schnell. Der M50-Griff kostet 90 US-Dollar inklusive weltweitem Versand und der RP-Griff kostet 100 Dollar inklusive weltweitem Versand. Beides zu beziehen auf der Website des Herstellers. Ich verlinke die unten und ich habe davon nichts, dass ich das sage. Das sind keine Affiliate-Links in dem Fall. Aber das ist mir auch persönlich völlig egal. Ich finde die beiden Griffe gut, deswegen erzähle ich was dazu und lege euch die wärmstens ans Herz, wenn ihr mehr Griffigkeit und mehr Batterielaufzeit für die EOS M50 oder die EOS RP haben wollt. Das war es auch schon wieder fürs heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch. Wenn ihr noch nicht Abonnenten seid und mehr solche Themen oder über solche Themen sehen wollt, dann klickt vielleicht mal auf Abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.